ICE 128 Berlin Hauptbahnhof Tief. Es ist 18:40 Uhr. Baureihe 403 von der Deutschen Bahn, 440,6 Tonnen, 8 Wagen und 199,4 Meter lang auf der Strecke Leipzig Hauptbahnhof Tief nach Dessau Hauptbahnhof. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3. Der Danny spielt das. Zugegeben, es ist etwas ungewöhnlich mit einem ICE hier auf dieser Strecke zu sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Ist mal was ganz was anderes. Jetzt hier noch einige Dinge regeln. Die ist gelöst. Dann machen wir mal die Zugsicherungssysteme ein. So, müssen natürlich noch die AFB einschalten. So. Die müssen wir natürlich auf 40 hochschalten. So. Und dann können wir auch gleich schon abfahren. Komme gar nicht dahin, wo ich hin will. Wo bin ich denn jetzt? Hilfe. Wir verschließen die Türen. Machen mal ein schickes Foto, würde ich sagen. Fahren wir erstmal los. Nächste, erste Station. Bitterfeld. Auf geht's. Oh, können uns befreien. So wollte ich doch. So, wir dürfen uns nicht befreien, ist klar. Geschwindigkeitsbeschränkung 45 km/h. Können wir mal ein bisschen das Licht. So, auch mal sehen, wo wir hinfahren. Einunddreißig Kilometer übrigens bis Bitterfeld. Sifa? Nach wie vor. Ah, jetzt dürfen wir schneller. Boah, das war ein Tag zu viel. So. Tiefer. Können wir es befreien? Mal ein bisschen aufschalten hier, damit wir mal auf Geschwindigkeit kommen. Wunderschön, wunderschön. Dann sind wir, dürfen wir auch gleich schon 120 und schauen, ob wir noch in die LZB aufgenommen werden. Auf dieser Strecke, das überhaupt, die hier überhaupt verbaut ist.
auf jeden Fall gleich 160 in 2,5 Kilometern. So, jetzt kommen wir auch auf die Hauptstrecke drauf. Und dann gehe ich auch mal davon aus, dass wir gleich in die LZB aufgenommen werden. Während so langsam, aber sicher, ihr seht es vielleicht, die Dämmerung einsetzt. Also man kann so ein bisschen erkennen, dass die Sonne doch untergeht. Und ist jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich um 6:45. Also es wird wahrscheinlich der späte Sommer sein, in dem das ganze Szenario hier spielt. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wahrscheinlich schon so ein bisschen Anfang Herbst. So, da sind die 160. Da steht nur ein Dosto. Beziehungsweise ein ganzer Regionalexpress und vorne dran, beziehungsweise hinten dran der 143. Die Sonne verschwindet immer mehr. Es wird langsam immer dunkler. Wie viel überhaupt in Doppeltraktion? Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Nein. Ah, da ist die angesprochene LZB. Ihr habt es vielleicht gehört. Während ich hier draußen war, ist die LZB angesprungen. Also. Wunderbar, das heißt, wir können die AFB-Schalter mal komplett nach vorne verlegen. Wir können auch ohne HUD fahren. Oder Hut oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Denn ab jetzt werden wir von der LZB gesteuert. Das heißt, jede Geschwindigkeitsveränderung nimmt die LZB wahr und bremst oder beschleunigt uns entsprechend, sodass wir da nicht mehr drauf achten müssen. Außer natürlich die SIFA drücken. Das müssen wir natürlich noch selber machen. Wäre sonst noch ein bisschen unnütz. So, was steht da denn Schönes? Ach, habt ihr das? Seht ihr das? Habt ihr die 101 gesehen? Das ist ja mal geil, oder? Eine 101 als Güterzuglok. Dann auch noch im Repaint. Mega! Ansonsten ist hier ja noch nicht viel los an KI-Verkehr, muss ich ehrlich sagen. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Dann natürlich jede Menge Windräder, noch und nöcher. Wahnsinn, das ist ja ein ganzer Park. Das ist Wahnsinn, was da an Windrädern steht. Unnormal. Wahnsinn. So, der Download für das Spiel, was es bald auf meinem Kanal zu sehen gibt, ist auch abgeschlossen. Das heißt, davon werde ich gleich auch noch ein Video machen. Ihr habt es vielleicht schon auf meinem Kanal gesehen in der Community. Dort habe ich ein Bild gepostet. Vielleicht erkennt ihr das, was ich damit meine. Dann wisst ihr ja, wovon ich rede, was es als nächstes auf meinem Kanal gibt. Aber zunächst sind wir noch hier in diesem Simulator. So, was kommt da? Ein IC.
1. So, wie viele Kilometer haben wir denn noch? 16. Oh ja. Wir haben übrigens keine feste Ankunftszeit in Bitterfeld. Das macht die Sache etwas einfacher. Übrigens, falls ihr euch fragt, vielleicht für die, die das gerade so ziemlich noch am Anfang sind mit dem Spiel, die sich das Spiel vielleicht gerade erst zugelegt haben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie sehe ich, wann ich die Sichtbar drücken muss. Ganz klar, hier unten rechts unter dem Leistungstachograf, sage ich mal, also da, wo man die Leistung sieht, wie viel Leistung man aufgeschaltet hat, also rechts dieser Halbkreis, da ist unten rechts ein Licht oder ein kleines Fenster aufgetaucht. Und jetzt ist da links, direkt links daneben noch so ein kleines Viereck, so ein Licht aufgeleuchtet. Und immer wenn das aufleuchtet, heißt Sifa drücken. Das heißt, dann ist wieder Sifa aktiv. So, jetzt werden wir auch gebremst. Oder wurden leicht gebremst. Und wenn das Licht aufleuchtet, da muss man die Sifa drücken. Ansonsten gibt es natürlich immer noch, ihr habt es vielleicht auch gerade gehört, die akustische Warnung. Sifa. Und spätestens, wenn die zu hören ist, sollte man die Sifa drücken. Weil ich glaube, ein oder zweimal wird das gesagt und wenn man da nicht reagiert, gibt es die sogenannte Sifa-Zwangse. Und die man dann zwar abwenden kann, indem man dann die Sifa drückt, aber man wird trotzdem erst langsamer. Und also man spätestens, wenn die akustische Warnung kommt, sollte man doch schnellstens die Sifa drücken. Weil sonst, wie gesagt, gibt es die Sifa-Zwangsbremsung. So, noch 11 Kilometer. Ich denke mal, dass wir so kurz vor 7 in Bitterfeld sein werden. Vielleicht auch 7 Uhr. Oder wie man es ganz korrekt sagt, 19 Uhr. So. Es ist ja 7 Uhr ist morgens, 19 Uhr ist abends. Also für all diejenigen, die es da ganz genau nehmen, wobei mir das eigentlich relativ ist, 7 Uhr ist 7 Uhr, ob jetzt morgens oder abends. Aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die das ganz, ganz genau nehmen. 19 Uhr, 18 Uhr, 17 Uhr, 16 Uhr und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. So, da seht ihr die Sonne, wie sie das langsam Feierabend machen will. Und wir nähern uns mit Riesenschritten Bitterfeld, unseren ersten Haltepunkt auf dem Weg nach Dessau. Unserem ICE3. Wunderschön. Wunderschön. Während uns immer wieder Hamsterbacken entgegenkommen und wie sich die Sonne hier auf den Gleisen spiegelt, seht ihr das? Das ist doch einfach nur geil, oder? Dieser Effekt. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das absichtlich so ist. Es ist einfach nur geil. Wie sich die Sonne da in den Gleisen spiegelt. Ach, es ist. Schaut euch das an, das ist einfach nur traumhaft. Wunderschön. Wie so kleine Funken, die da immer wieder aufleuchten. Wunderbar. Dadurch, dass wir jetzt natürlich wieder eine Kurve nehmen, wird sich die Sonne oder schiebt sich die Sonne wieder so ein bisschen nach links. Und der Effekt ist vorbei. Aber wenn die so geradeaus auf uns gescheint ist, von vorne, dann dieser Effekt, also wunderbar. Einfach nur schön. So, haben wir dann die nächste Geschwindigkeitsbeschränkung? Ja, 2,4 Kilometer, 100 km/h. Aber ich nehme mal an, dass uns die LZB da rechtzeitig bremsen wird, gehe ich mal stark von aus. Sind wir auf jeden Fall schon 100 km/h. Auf jeden Fall schon 100 km/h
LZB ein angezeigt. Wenn ich da mal links seht in dem Tacho. Ich glaube, wir werden schon gebremst. Ja, wir werden bereits gebremst. So, dann ist es auch nicht mehr weit. 4 Kilometer noch. Deswegen auch die 100, weil wir einen Gleiswechsel haben. Macht Sinn. Und schon geht's wieder rauf. Und in 3,8 Kilometer dürfen wir 257 km/h fahren. Was ist das denn für eine komische Zahl? Was ist das denn für eine krumme Zahl? Hab ich auch noch nicht gesehen. Warum denn ausgerechnet 257? Was ist das denn für ein... Naja, lassen wir das mal. Warten wir einfach mal ab, was passiert. Es wäre aber wieder gebremst, warum auch immer. Also es ist manchmal wirklich eine Überraschung, die LZB. Aber wir haben ein gelbes Vorsignal. Daran könnte es liegen. Darum auch die 0 in der Anzeige. Rotes gelbes Vorsignal bedeutet immer rotes Hauptsignal. Und kann natürlich sein, dass wir jetzt gleich einen Zwangsstopp haben. Vor einem roten Signal. Das wird deswegen natürlich hier auf 0 gebremst werden. Ah, deswegen. Ah, jetzt verstehe ich ja. Das ist im Bitterfeld das rote Signal. Das heißt, wir werden jetzt automatisch von selbst Geisterhand in den Bitterfelder Bahnhof eingebremst. Das ist ja geradezu geil. Ich brauche nichts machen, der Zug bremst von alleine. So, der neben uns fährt ab. Wahrscheinlich auf uns gewartet. Ich brauche nichts machen, wir bremsen von ganz allein. Das ist wiederum die LZB. Das macht richtig Spaß. Man braucht sich um nichts kümmern. Man braucht nur sie verdrücken. Wieso? Türen geöffnet. So, das mit dem Bremsen hat ja, naja, so lala funktioniert. So, das haben wir jetzt noch vor uns. Fahrgäste einsteigen lassen. Dessau Hauptbahnhof kommt noch. So, da höre ich doch was ankommen. Ah, da kommt ein Regionalexpress. Sehr, sehr nice. Beeinflussung.
Einflüsse. Zug der Einflüsse. So. Jetzt aber. Ist gerade ein bisschen was schief gegangen, weil ich vorhin versehentlich den Richtungswender auf rückwärts verlegt habe und da ist er leider aus der SCP gesprungen, aber nichtsdestotrotz sind wir da gleich wieder aufgenommen wahrscheinlich. Jetzt sitzt sie erstmal eine ganz kleine Zeit lang unter Beeinflussung, das wird sie aber wahrscheinlich gleich geben. Wenn wir aus der Beeinflussung raus sind. So, dürfen wir schon 85. Und dann dürfen wir uns mit Sicherheit gleich auch befreien. Na bitte. So, und dann sind wir schon wieder raus aus der Beeinflussung. Sehr, sehr schön. Oh, 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 oh. Das war gerade noch haarscharf. Junge, Junge, Junge. So, noch 23 Kilometer bis Dessau. Endpunkt unserer Reise. So, dann dürfen wir gleich 140. Und dann schauen wir mal, ob wir nochmal in die LCB reinkommen. Oder ob wir da jetzt komplett raus sind.
Also ich freue mich auf das andere Spiel, was ich gleich spielen werde und euch dann auch präsentieren werde. Bin echt gespannt, wie das funktioniert, wie das abläuft, was man da machen kann und ja. Bin ich echt gespannt drauf. Ey, ich bin zu schnell, um Gottes Willen. Auf 85 runter. Jetzt wird's aber Zeit. Das war. Ach, jetzt haben wir gleich 70. Damit geht es hier ein bisschen drunter und drüber mit den Geschwindigkeiten. Jetzt haben wir gleich wieder 120. Wunderschön, dass wir hier so an der Straße lang fahren. Traumhaft. So ein bisschen erhaben über die Autos. Traumhaft. Links, rechts, Wohngebiet, mittendrin fahren wir mit unserem ICE bis nach Dessau. Traumhaft. Sifa natürlich. Nein, ich will keinen Sand. Bin mal gespannt, ob wir noch im Hellen ankommen oder ob wir schon das leichte Dunkle haben. Es sind immerhin noch 14 Kilometer, die Sonne sinkt unaufhörlich. Die LCB werden wir wahrscheinlich heute auch nicht mal aufgenommen. Wir bleiben kontinuierlich bei 120 km/h, was jetzt auch nicht weiter tragisch ist. Wer kennt sich denn hier aus und kann mir sagen, welche Haltestelle das hier ist?
Schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, wie wir hier so leicht in die Dämmerung ganz ruhig leicht in die Dämmerung reinfahren. Also ich gehe mal davon aus, dass wir so 20 nach da sein werden, 15, 20 nach in Dessau, wenn nicht uns nicht noch ein rotes Signal in die Quere kommt. Also bis jetzt sieht es gut aus. Für die letzten 8 Kilometer. Aber das mit dem Dunkeln, im Dunkeln ankommen, ist wahrscheinlich gar nicht so oft aus der Luft gegriffen, weil es dauert nicht mehr lange, dann ist die Sonne hinter den Häusern, hinter den Hügeln verschwunden und dann wird es stockfinster. Und wahrscheinlich werden wir wieder ein rotes Signal haben in Dessau. Und ein 500 Hertz Magnet. Ich hoffe, dass ich das diesmal hinbekomme, keine Zwänge am Bahnsteig zu bekommen. Das wäre wirklich mal schön. Autozug. So, gelbes Vorsignal haben wir schon. Das zieht ein rotes Hauptsignal nach sich. Also lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch, dass wir in Dessau wieder ein rotes Signal haben, logischerweise. So, wir werden schon mal runter auf 130 gehen, beziehungsweise auf 60. Mit Sicherheit gleich Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen werden. Da ist nämlich schon am Blinken, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das heißt, quittierpflichtig.
85. Da sind wir. Deutlich drunter. So, dann kommt jetzt gleich das gelbe Vorsignal, wo wir auch quittieren müssen. Flugbeeinflussung. Gehen schon mal runter auf 40. Jetzt geht es nämlich wieder los. Jetzt geht's wieder los. Flugbeeinflussung. Da fährt die C1 los. Ach, da ist sie ja. Ach, geil. Ich habe mich schon gefragt, wo sie bleibt. Ich wollte schon feiern. Naja. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Irgendwas mache ich da falsch. Aber ich weiß es. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Das war auf jeden Fall dieses Szenario und dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Freut euch auf das, was danach kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das zur kleinen Einstimmung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall auf meinem Kanal. Es wird auf jeden Fall noch mehr geben und es wird auf jeden Fall jetzt was anderes geben und vielleicht wisst ihr, was ich meine. Freut euch drauf. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny spielt das. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss. Wir machen hier noch die Tür zu. Dann schauen wir mal, ob wir noch Gold errungen haben oder ob wir da jetzt irgendwie. Aber ich denke mal schon. Achso, nee, das ist ja ein Creators Club-Szenario, da gibt es ja gar keine Medaillen. Ja, gut, dann halt nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Habt's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.